Hallo Leute, willkommen auf meinem nicht Hauptkanal, sondern auf meinem Zweitkanal, wie auch immer ihr hier gelandet seid. Hier wird es ab jetzt ab und an mal Vlogs geben, denn ich dachte mir, ich bin mal so cool wie jeder andere YouTuber auf YouTube im Moment, weil es macht wirklich jeder im Moment, aber ja, manchmal muss man einfach mit dem Flow gehen. Und mache einfach mal ein paar Vlogs. Ich weiß nicht, ob dieser Satz jetzt korrekt war und vollständig, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich werde jetzt einfach mal hier ein bisschen rumvloggen und euch ein bisschen was aus meinem Leben zeigen. Und ich weiß überhaupt noch nicht, wie ich das jetzt genau machen werde. Ich habe mir kein Konzept so richtig überlegt. Eigentlich habe ich mir so ein bisschen überlegt, ich will vielleicht so One-Taker machen, also so Videos, wo ich einfach so in die Kamera labere, so wie jetzt gerade. Und ich was erzähle, was mich gerade so bewegt und was mich gerade so beschäftigt. Quasi so ein bisschen Twitter auf Video, aber ja, und nicht wirklich, sondern halt irgendwie auch anders. Keine Ahnung, kann man nicht erklären. Oder halt einfach so ein paar Videos, wo ich euch mitnehme, wenn irgendwas Cooles passiert oder wenn ich mir denke, hey, das ist es jetzt gerade wert, dass ich die Kamera mitnehme. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was das sein wird, aber irgendwas wird mir bestimmt einfallen und ja, wenn euch das gefällt, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Es steht euch natürlich frei, aber nur wenn ihr euch auf sowas einlassen könnt, abonniert diesen Kanal, sonst lasst es einfach. Und ja, mal gucken, wann das nächste Video kommen wird. Morgen wahrscheinlich nicht, weil da habe ich lange Schule. Das heißt, da werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, was hochzuladen. Aber vielleicht am Mittwoch, vielleicht auch erst am Samstag. Mal gucken, wann ich so Zeit habe und wann ich Lust habe. Also hier gibt es keine festen Upload-Tage. Ich lade einfach hoch, wenn ich Bock habe. Aber ich glaube, das ist auch mal ganz entspannend. Und ja, ich muss mir angewöhnen, in dieses Display, nicht ins Display zu gucken, sondern in die Linse, was bei dieser Kamera noch schwerer ist als bei den anderen Kameras, weil es nicht an der Seite ist, sondern oben und man guckt da viel schneller so hoch und sagt, bin ich denn gerade richtig auf dem Bild? Aber ja, ich versuche mir das abzugewöhnen und in die Linse zu gucken, aber es ist ja auch erst mein erstes Video mit dieser Kamera. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Adios!